Ja, und das Ärgste, er hat zweite Stimme mitgesungen. Das muss man sich vorstellen, der hat 3 Monate Probe gehabt. So viel Kontakt haben die jahrelang nicht mehr gehabt, nur für die Brauerei. Und hat dann die Sauferei aufgehört, hat sich eine Arbeit gesucht und ist jetzt Abteilungsleiter in der Wurstfabrik. Und die sind durch dieses Lied beisammen geblieben. Ja. Das war also gar kein Scheidungslied, sondern ein gemeinsames Lied. Da haben wir nichts verdient, aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut für die zwei. Und es ist immer öfter so gewesen, dass genau durch dieses Endlied, das Verliebungslied, das Trennungslied, ja, das Paar nicht sich hat scheiden lassen, sondern benannt geblieben ist. Sind wir nicht ins Chef gekommen. Ne? Aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut. Eine Geschichte könnte man, glaube ich, nur erzählen, das war eigentlich für mich die schönste. Ja, für mich auch. Ein älterer Herr hat so wieder... So schön. Und der hat wieder Klavierstunden genommen, dass er seiner zukünftigen Ex-Gattin das vorsingen kann. Weil die haben sie damals kennengelernt bei einem Udo Jürgens Konzert. Und das Mikrofon nicht mehr. Und der hat also einen Bodymantel, hat er sich angezogen. Also. Also für mich ist ein Hemd, für ein Auto ist ein Bodymantel. Ja, ja. Und das war so. Gut. Das ist ein schöner. Bitte. Muss man eine Groove jetzt. Ja. Da musst du ja da reinplatzen, mehr sehen. Das gibt's ja gar nicht, ja. Ich meine, merci, das wissen wir, das ist ein Autosfirling. Das ist ein bisschen anders. Mari. Und ich sang jetzt wieder per sie, denn sie hat es so wohl, so ist der Teufel heut, also ich halt es für Idiotie. Baralam, 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 Mari. Für dich war ich bei der Vasektomie. Ich hab ihr Liebe geschworen. Dann ist sie schwanger geworden. Also das war garantiert nicht. Der sie, ja, was will sie denn noch, denn ich lieb sie doch, nur sie, die Marie, nur sie, die Marie, nicht die Sophie, nicht die Susi, nicht die Sissi, nur sie, die Marie. Yeah.